machst denn du hier? Ich hab Feierabend und warte auf dich. Hätte ich mir ja denken können. Was bitte hättest du dir denken können? Ja, dass du kneifst. Aber eigentlich ist Robert dran schuld. Und was hat der Robert mit meinem Magen zu tun? Ja, der hat mich nicht gehen lassen. Ich musste ihn vertreten. Da ist irgendwas mit der Entführung dazwischen gekommen. Ja, das ist ja auch wirklich wichtig, oder? Aber für mich ist es auch wichtig, dass mein Mann wieder gesund wird. Wie kommst du überhaupt drauf, dass ich nicht bei der Untersuchung war? So, weil ich dich kenne. Sag mal, warst du etwa ganz allein? Ja, Hildegard, bin ich ein Kleinkind, das nicht allein zum Arzt gehen kann? Nein, das bist du natürlich nicht. Aber trotzdem toll. Wie ist es denn gelaufen? Ja, das Ergebnis ist noch nicht da. Das wird sicher bald kommen und dann wissen wir, wie es dir geht. Du, lass uns nach Hause gehen und dann kannst du mir alles auf dem Weg erzählen. Ja. War es denn sehr unangenehm? Ich habe mir es eigentlich schlimmer vorgestellt. Sag mal, wieso konnte die Ärztin eigentlich nicht gleich sehen, was du im Magen hast? Sie hat eine Gewebeprobe entnommen und die muss erst untersucht werden. Das ist sicher was Harmloses. Und dann kannst du bald wieder was essen und ich kann dir was Schönes kochen. Das ist nicht harmlos. Haben Sie meine Anweisung verstanden? Ja, natürlich. Lassen Miriam zappeln, die tut bald alles, was wir wollen. Und Sie meinen, das funktioniert? Natürlich, wenn Sie tun, was ich Ihnen sage. Das ist der letzte Versuch. Und der klappt auch. Verlassen Sie sich auf mich. Ich melde mich wieder. Champagner für die Braut. Und für den Bräutigam, hoffe ich. Lass uns unsere Hochzeit anstoßen. Das ist eine wunderbare Idee. Obwohl, wir sollten uns eigentlich schämen. Wir feiern hier und der arme Felix. Er wird bald frei sein. Ganz sicher. Hoffen wir es. Wir heiraten natürlich erst, wenn alles vorbei ist. Felix wird unser Ehrengast sein. Du meinst, bei dieser Hochzeit geht endlich nichts mehr schief. Barbara, ich verspreche dir, es wird der schönste Tag unseres gemeinsamen Lebens. Einen Schritt gelaufen, du bist mehrere Schritte gelaufen. Ich danke dir, danke, danke, danke. Ja! Yeah! Willkommen zu unserer Hochzeitsfeier. Wenn ich nicht sofort mit Felix spreche, dann rufe ich die Polizei an. Das kannst du dir sparen. Ruft der Kerl nicht an. Vielleicht war es doch falsch, so eine klare Ansage zu machen. Hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht. Was ist, wenn der Entführer jetzt durchdreht und Felix etwas antut? Nein. Nein, nein. Nein. Es war richtig. Das ist der einzige Weg, um Felix zu retten. Thank you.
Was machst denn du hier? Kannst nicht schlafen. Ich hab Durst. Möchten Sie auch noch was? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Du kannst doch auch nicht dafür sorgen, dass ich meinen Buben wieder hab. Aber vielleicht hilft es Ihnen, ein bisschen zu reden. Es ist zum verrückt werden. Ich muss immer nur an ihn denken. Ich bin wie gelähmt, aber tun kann ich nichts. Aber Miriam. Jeder Fehler, den wir jetzt machen, der kann ihm das Leben kosten. Ich verliere noch den Verstand. Es gibt doch diesen Spruch. Der Teufel lässt sich am besten mit Geduld besiegen. Denn er hat keine. Tja. Da habe ich mit dem Teufel was gemeinsam. Johann, Sie glauben mir vielleicht nicht. Aber ich habe manchmal ein ziemlich gutes Gespür für das, was kommt. Also für das, was passieren wird. Du meinst, du ahnst Dinge? So ähnlich. Und was Felix anbelangt, ich glaube, alles wird gut. Es ist lieb von dir, dass du mir helfen willst, aber ich glaube nicht an sowas. Wie geht's dir denn? Ist was mit Felix? Du siehst ganz elend aus. So fühle ich mich auch. Was ist denn passiert? Ein Kaffee bitte. Oder bereust du deinen Entschluss? Wie meinst du das? Naja, vielleicht hast du gemerkt, dass du dir zu viel zumutest, wenn du die Sache alleine durchziehst. Darum geht es nicht. Miriam, du musst doch von mir nicht die Starke spielen. Ich spüre, dass du Angst hast. Ich hab doch gesagt, darum geht es nicht. Danke, das mache ich selbst. Es macht mich fertig, dass der Entführer sich nicht meldet. Überhaupt nicht. Gar nicht. Und jetzt glaubst du, Felix ist tot? Das darfst du noch nicht mal denken. Felix lebt. Vielleicht war es falsch von mir, den Entführer unter Druck zu setzen. Was ist, wenn er Panik bekommen hat? Wenn ihm die Nerven durchgegangen sind? Entschuldige. Geschäfte. Ich mach's kurz, ja? Iss was. Du brauchst deine Kraft. Ja, was wollen Sie denn? Ich will jetzt endlich wissen, was Sache ist. Wie lange soll ich noch warten? Nicht mehr lange. Sie ist bald weichgekocht. Wann? Ich sagte Ihnen doch, sie wird bald alles tun, was wir von ihr verlangen.